Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest, hier vor unserem wunderschönen Pfahlhaus. Noch nicht ganz fertig, aber es wird langsam, es wird langsam. Hab noch mal ein bisschen auf einem Modus hier ein bisschen geschaut und probiert und ich musste feststellen, wir mussten gar nicht großartig stützen. Ich konnte die Stützen, außer diese hier, was eine sehr wichtige Stütze. Ich konnte alle anderen Stützen rausnehmen. Diese hier ist freiwillig, die kann ich rausnehmen, aber ich lasse die mal gut hier. Das sieht ganz gut aus. Ansonsten, diese ganzen Stützen hier brauche ich nicht reinzusetzen. Das Spiel weiß schon, wenn es eine feste Stütze ist, dann ist da ein rotes X. Alle anderen kann man rausnehmen. Hab ich auch getan. So, hier oben habe ich dann die Stützen einmal rumgestellt. Da mache ich da so einen kleinen Zaun oder so, ne? So in der Richtung. Ja, gut. Das neue Update war da. Das neue Update war da. Es gab ein paar kleine Änderungen, ein paar Neuerungen. Das Ding ist auf jeden Fall noch da. Was ist auf jeden Fall ab sofort nicht mehr ab Neustart und ja, auch bei mir jetzt hier nicht mehr gibt, sind die grünen Punkte. Die grünen Punkte sind weg. Man muss sich jetzt die grünen Punkte selbst zusammensuchen. Und da kann man zum Beispiel in diversen Bunkeranlagen Laptops finden. Und wenn man da rangeht, kann man quasi mit dem Laptop die grünen Punkte, die Bunkeranlagen auf die Insel freisetzen, freischalten. Man muss also mehr erforschen, erkunden und nicht gleich von Anfang an die grünen Punkte anlaufen. Wenn man natürlich schon länger spielt und man weiß ungefähr, wo sie sind, dann ist das klar, dann weiß man das ja, ne? Aber ganz neue Spieler, die immer wieder dazukommen, die müssen halt ein bisschen laufen, ein bisschen suchen, ein bisschen erkunden. Davon lebt das Spiel auch. Und ja, jetzt muss man einfach schauen, dass man dann sehr viele von diesen Zelten setzt, um das Haus zu bekommen. Um dann diese Bunkersysteme dann, wo man die Laptops findet, dann zu markieren. Oder man, ja, hat dann halt mit dem Laptop den grünen Punkt dann draufgesetzt. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal los und suchen uns mal den weiteren ersten grünen Punkt hier erneut. Ich hoffe, ich weiß noch ungefähr, wo es ist. Oh weia. Ja, damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Jetzt muss ich erst ein bisschen laufen und gucken. Ich weiß ungefähr, wo es ist. Ja, was gibt's denn noch? Es gibt in einem Bunkersystem, in einem, das ist der Residential Bunker, da gibt es jetzt eine Action Cam, eine Cam zu finden. Und dort kann man halt ein kleines Filmchen sehen der Kultisten, wie die sich opfern. So ein kleines Filmchen, das ist in dieser Leichenhalle zu finden. Da in diesem Bereich, wo man auch die Katana findet. Da in den letzten Raum, das heißt, eine Kamera zu finden. Schon dann ganz interessant. Ja, das nächste Update kommt in knapp 20 Tagen. Man kann also davon ausgehen, dass da wahrscheinlich dann ein etwas größeres Update kommen wird. Also mit etwas mehr Content. Und da kann man sehr gespannt sein. Was noch eine Neuerung ist, der gute Kelvin, der ist da vorne irgendwo, der kann jetzt zwei Baumstämme tragen. Das war immer meine Frage, warum kann der gute Kelvin nur zwei Baumstämme tragen? Wir können ja auch nur einen davon tragen, wir können ja auch zwei tragen. Nein, ab sofort kann der Kelvin auch, genau wie wir, zwei Baumstämme tragen. Was sehr cool ist. Das finde ich echt mega nice. Das geht ein bisschen schneller und ja. So. Ach ja, nutzen wir die Chance, mal ein bisschen hier rumzulaufen. Ich habe ein paar Z da oben das Haus im Bus, glaube ich, da, wo ich mal bauen will. Ne? Da habe ich auch ein Zelt gebaut. Mal kurz gucken. Wir müssen da zu dem See gehen und dahinter irgendwo ist ein weiterer. Da war ja dieser eine Bunker. Oder mehrere sogar. Ich gehe mal, nutze mal die Chance und markiere die mal eben kurz, um da schneller hinzukommen. Ich könnte jetzt auch schnell die Karte von Google benutzen. Aber nutzen wir die Chance und laufen noch ein bisschen hier durch die Gegend. Schauen uns die ganz tolle Gegend hier einmal an. Wir genießen die Natur. Ach, das kann nur Sons of the Forest. Natürlich ersetzt das Spiel nicht den echten Wald. Wenn ihr einen echten Wald in der Gegend habt,
habt, dann bitte geht da mal raus. Genießt die Real-Life-Situation. Nicht zu viel drin sitzen. Gerade jetzt, wo der Frühling anklopft, sollte man vielleicht mal schauen, dass man auch mal rausgeht. Das gute Wetter genießen. So, wir brauchen gar nicht weit zu laufen. Ich gehe mal direkt doch nochmal irgendwas hier rum. Wo habe ich dann diesen grünen Punkt mit dem damals ersten 3D-Drucker wieder markieren können. Ich weiß ungefähr, wo die sind, aber man weiß ja, wenn man jetzt damit rechnet, dass die grünen Punkte weg sind, dann läuft man sich ja kaputt. Ich weiß jetzt ungefähr, wo die waren. Aber da ich mir das hätte merken müssen, wer kann denn das denn ahnen? Wer kann denn das ahnen? Okay, mussten von einem Fluss laufen, glaube ich. Oh, die Einräder, die sind zuhauf hier zu finden, ne? Und zuhauf markiert. Aber auch nur, wenn man das Spiel jetzt hier schon mehrmals geladen hat. Ich habe ja einmal bei Sons of the Forest den Fan-Channel einmal neu angefangen. Und da waren die. Ach, guck mal da. Was für ein Zufall. Wir laufen genau darauf zu. Haha, schön. Ich habe einmal neu angefangen beim Sons of the Forest Fan-Channel. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zwei Sachen. Wenn man ganz am Anfang anfängt, das Intro, wenn man da über die Insel fliegt, da hat der Kollege hier über dem Laptop, also am Monitor, oben links, ein Foto hängen. Ein Foto von einer Frau und einer, ja, wahrscheinlich der Tochter. Ein Mädchen. Das heißt, wir haben eine Familie. Das war vorher nicht. Also ich erinnere mich nicht daran, dass wir, als wir angefangen haben, da oben ein Foto hatten. Das hätten wir auf jeden Fall gemerkt. Wir haben also jetzt ein Foto hinzugefügt, ein Real-Life-Foto sogar. Das heißt, der Kollege hier hat eine Familie. Wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir jetzt hier mit Virginia anbandeln wollen. Wir haben also jetzt eine Frau, eine Tochter, so wie es ausschaut. Könnte auch unsere Schwester sein und unsere Nichte, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hängt da jetzt ein Foto. Und das andere halt, die Symbole des Einrads, die sind am Anfang bei mir nicht da gewesen. Also die liegen hier schon herum, man kann sie schon finden, aber die Symbole waren nicht da. Das taucht wohl erst nach und nach auf. Ja, wir gehen mal rein in die gute Stube. Ich würde vorschlagen, ich mache mal hier direkt ein Haussymbol. Ich nehme an, dass ein anderer Bunker wahrscheinlich diesen grünen Punkt hier auch aufdeckt. Mach mal erstmal hier Haussymbol. Damit wir dann hier schneller wieder hinkommen. So, gehen wir mal das Zelt hoch. Können auch einen zweiten Stock da hochsetzen, damit wir ganz sicher gehen können, dass das nicht durch Winde wieder runtergeweht wird. So, da haben wir jetzt hier ein Haussymbol. Gehen wir mal rein in die gute Stube und gucken mal, ob hier auch schon ein Laptop ist, der uns einen grünen Punkt freisetzt. Das ist ja der Bereich, wo man in den Erholungs- und Sportbereich kommt. So, machen wir kurz das Feuerzeug an. Gehen durch die Kohlen. Durch die kühlen Kohlenhöhlen. Oh, das sieht so geil aus, ne? Mit dem Schädel, den ich da oben aufgehangen habe. Die Schädellampe. Erhellt das Ganze nochmal um einiges mehr. Mega cool. Also, ihr könnt hier gerne einen Schädel aufhängen. Und schon habt ihr die Möglichkeit, hier den Raum ein bisschen zu erhellen. So, wir brauchen noch ein paar Glühbirnen. Also ganz gut, dass wir hier sind. Davon haben wir genug. Das waren nochmal mehr als genug. Aber Glühbirnen brauchen wir ordentlich was. Da brauchen wir ordentlich welche von. Ich glaube, dieser Raum hier hat keinen Laptop, so wie es scheint, den man nutzen kann, oder? Außer den hier. Ne, ich habe dieser. Dieser Bunker hier hat scheinbar wohl keinen, wo man. Es sei denn, man geht mal hoch. Da, wo der Sicherheitsbereich ist. Wo man die Munition farmen kann. Vielleicht ist da ja jetzt einer drin. Da sind ja auch ein paar Computer. Vielleicht kann man da. Nutzen wir mal kurz die Chance. Nutzen wir mal kurz die Chance. Wenn wir schon mal hier sind, einmal kurz hochzugehen.
So, einmal in den Erholungsbereich. Können wir uns gleich nochmal ein paar Tücher mitnehmen. Wenn schon mal hier sind. Ja. Ach so. Ich laufe vor verschlossener Tür. Energiemix. Jetzt habe ich mich gerade kurze Zeit ein bisschen erschrocken, da ich die ganzen Bälle hier gesehen habe. Ich dachte, was ist denn das? Okay. Man darf sich hier nicht so erschrecken. Über so etwas Einfaches. So, ein bisschen Stoff auf jeden Fall nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann man nie genug haben. Für Mollys und Fackeln. So, wir gucken, ob wir hier irgendwo ein nützliches Gerät stehen haben. Aber hier unten glaube ich nicht. Wenn, dann da oben. Wenn, dann da oben. In dem Security-Bereich. Würde eigentlich Sinn machen. Dann muss man nämlich dann, da braucht man eine Keykarte für. Es würde Sinn machen, wenn man da oben eine Location freischalten kann. Bin mal gespannt, wann die Gegner, weil es eingebaut wird, dass die Gegner respawnen. Da bin ich mal gespannt. Das wird bestimmt auch irgendwann kommen. Nach einer gewissen Zeit, dass die Gegner wiederkommen. Wir sammeln erstmal ein paar Tücher ein, ob schon mal hier sind. Der große Erholungsbereich. So. Schön hier, muss ich sagen. Echt schön. Da haben die Leute was gekriegt fürs Geld. Unser Chef hat ja auch viel bekommen für sein Geld. So, gucken. Das Geld nehme ich gerne mit. Der Kollege braucht es nicht mehr. Das ist dann unser Taschengeld für später. Wenn wir die Insel verlassen, dann können wir uns direkt einen Erholungsurlaub gönnen. Deshalb nehme ich das Geld alles mit. Oh. Die Herrenrunde. Die Tür ist weiterhin blockiert. Aber irgendwann ist sie bestimmt auf, oder? Das kann ich mir so vorstellen. Das ist offensichtlich, glaube ich. Wenn das schon so offensichtlich so aufsteht und die eigentlich nur blockiert ist durch ein paar Möbel, kann ich mir vorstellen, dass da bestimmt irgendwann was kommt. So, dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht was finden. Da ist nur eine Nachricht drauf. Ah, der Bereich hat also jetzt tatsächlich. Oh, da! Da ist einer! Geil! Also hier im Security-Bereich haben wir jetzt eine neue Location zum Freischalten. Neuer Ort entdeckt. Bunker B. Geil. Bunker B. Das war. War das der? War das der, den man zuerst ausgraben musste? War das der? Also hier in dem Bereich, wo man wunderbar farmen kann. Also hier die Schrotkugeln. Und hier in der, kann man auch sehr viele mit Glück auch Schrot oder Flintmunition bekommen. Einfach ein Zelt aufbauen, speichern, laden. Und ab sofort habt ihr hier auch die Möglichkeit, euch einen weiteren grünen Punkt freizuschalten. Hier kommt man aber erst rein, wenn man eine Keykarte hat. Also das heißt, es ist ein Bunker, den man erst später besuchen soll. Die Entwickler haben also überlegt, dass man nicht alle grünen Punkte zuerst abgrasen kann. Die wollen also eine Reihenfolge festlegen in dieser Art und Weise. Dann gehen wir mal wieder raus. Dann gehen wir mal wieder raus und gucken mal, welchen Bereich wir gerade freigeschaltet haben. Oh nein! Oh Junge, das war aber jetzt knapp. Ich habe mich wohl nachgedacht. Aber wie gut, dass wir so sportlich sind. Wie gut, dass wir so sportlich sind. Haben wir hier noch irgendwo ein Tuch? Ich würde gerne noch alles mögliche an Tüchern mitnehmen, was geht.
Man weiß ja nie. Tabletten haben wir auch. Ich glaube, die guten reichen Leute waren echt tablettenabhängig. Na gut, die haben so viel Geld. Wer zu viel Geld hat, nicht weiß, was er damit tun soll, der schluckt halt Tabletten. Und geht aufs Solarium und macht andere Sachen. Hauptsache Beschäftigung für ihr Geld. Interessant auf jeden Fall. Also ist schon, ich finde das cool. Wenn man jetzt neu anfängt, dass man erst die grünen Punkte freischalten muss. Man muss dann ja auch erst die Schaufel haben, ne? An der Schaufel hängt auch eine ganze Menge. Man muss erst in die ganzen Bunker vorher rein, in die ganzen Höhlen rein, sich dann die Schaufel zu holen. Sonst kann man, man kann zwar die Locations damit freischalten, die grünen Punkte, aber rein kommt man noch lange nicht. Weil man erst das Tauchgerät und die Seilpistole haben muss, das Seilgewehr. Dann sich die Schaufel zu holen. Aber immerhin hat man dann grüne Punkte markiert. Jetzt gucken wir mal, welcher grüne Punkt war denn das? Welcher grüne Punkt war denn das? Na? Schauen wir mal. Wir haben... Das ist der obere... Da, der Bereich ist das. Dann gehen wir mal dahin. Oder? Also wir haben eine richtige Schnitzeljagd hier. Die Entwickler haben uns hier eine richtige Schnitzeljagd besorgt. Nicht aufhängen, bitte. Nicht aufhängen. Danke. Ach, Kelvin. Auch mal wieder da. Alles gut. Folge mir. Ich habe gehört, du bist stärker geworden. Du kannst jetzt zwei Baumstämme tragen. Finde ich gut. Testen wir das Ganze mal. Testen wir das Ganze mal. Ja. Gut, Kelvin. Hole, Stämme und fallen lassen. Geil. Ja, jawohl. Wunderbar. Ja, wunderbar. Sehr schön. Die habe ich gerne geopfert. Die habe ich jetzt gerne geopfert. Wir haben genug Holz auf der Insel. Wollte nur mal gucken, ob das funktioniert. Es funktioniert. Sehr schön. So, okay, dann gehe ich ganz kurz das GPS-Signal. Wir müssen welche Richtung? Wir müssen diese Richtung da wählen. Da wir ja überall rein können, können wir jetzt auch direkt diesen nächsten grünen Punkt einmal angehen. Machen wir eine kleine Schnitzeljagd. Der Speicher hat ja schon alle aufgemacht. Wir haben eine Schaufel. Dann holen wir uns mal kurz die grünen Punkte wieder zurück. Finde ich schon sehr cool, dass man sich jetzt alles jetzt so freischalten kann und dann eine Reihenfolge des Elite-Lag-Teams hat. So, dann gab es diverse Bugfixes und das Übliche halt, ne? Aber wenn man jetzt eine Granate ins Wasser wirft, was ist denn da hinten so am Leuchten? Was ist denn das? Ernsthaft? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nur ein bisschen. Also hier gab es eine Lieferung, oder? Ist das normal? Okay, alles klar. Also, das ist ein bisschen übertrieben gerade. Das war vorher nicht so viel. Übrigens, hier ist die Anleitung. Deswegen dachte ich nämlich auch in einem Bunkersystem, wo der Akkuschrauber ist, da hängt ja an der Wand aus und Poster, also ähnlich gestaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Akkuschrauber auch irgendwann mal reinkommt ins Spiel, als Werkzeug. Dass man sich damit irgendwas bauen kann, leichter oder so, oder abbauen kann, je nachdem. Das könnte ich mir vorstellen, vielleicht gibt es einen Akkuschrauber irgendwann.
Die Entwickler sind so findig. Finderisch. Könnte sein, ne? Könnte sein. Gut, auch das hier. Alter. Holla, die Waldfee. So. Ja, finde ich gut. Da hat man jetzt echt eine große Auswahl. Leider kann man die nicht mitnehmen und dann irgendwo hinlegen auf die Basis. Der verschwindet dann irgendwann wieder. Das finde ich ein bisschen schade. Man sollte die einfach da hinlegen können, dann bleiben die da. Leider verschwinden die immer wieder. Naja, man kann nicht alles haben. So, aber weiter zum grünen Punkt. Eine Öko-Folge hier. Wir folgen dem grünen Punkt. Die Folge der Grünen. Ha, es macht einfach Spaß. Es hört einfach nicht auf. Man ist auch echt gespannt, was man fiebert auf das nächste Update hin. Und wenn das Ganze jetzt knappe 3 Wochen dauert, also 19 Tage und noch etwas aktuell, dann kann man sich vorstellen, da kommt bestimmt ein etwas größeres Update oder etwas mehr von zu. Was ich auch gelesen habe, es soll demnächst wieder so eine Transportmöglichkeit für Baumstämme und für Holz geben, was im ersten Teil auch war, wo man Holz draufpacken kann. Das soll, dann kann man das dann ziehen. Da muss man nicht immer einzeln oder so nehmen. Ich glaube, es ist, glaube ich, für Holzstämme gemacht. Ne? Ich habe den ersten Teil ja nur einmal kurz gespielt, hier auf dem Kanal. Ich möchte demnächst auch nochmal weitermachen. Wenn ihr Lust habt, dann gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt den ersten Teil auch nochmal spielen soll. Ich habe eine Folge angefangen. Einfach mal reinschreiben. Auch da mit Tipps, Tricks, Anregungen gerne mal in die Kommentare hauen. Zum ersten Teil, wie auch hier zu diesem Spiel, ist gerne gesehen. Wenn ihr euch hier dem Kanal weiter zufügt, dem Kanal am Leben haltet, hier. Bei euch mache ich das Ganze hier. Ich spiele das Spiel sehr gerne. Ich habe sehr gerne hier, ich bestücke gerne den Kanal mit Videos. Natürlich nicht nur für mich selber, sondern auch für euch. Ihr könnt den Kanal auch gerne mit gestalten. Mit Spielehinweis, Tipps, Tricks. Gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Und ein Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir zeigt, dass euch das Video gefällt. Mit einem Daumen nach oben. Und ein Abo Glocke ist natürlich noch schöner. Guck mal hier, die leben also noch. Also ein paar gibt es also noch auf der Insel. Die Mutanten sind also nicht ganz extrem auf der Insel verteilt. Es gibt also auch noch ein paar Ureinwohner. Ein paar gibt es also noch. Also wir können also noch ein paar Knochen sammeln. Und ein paar Schädel. Ich brauche ja noch einen Schädel, brauche ich ja noch auf jeden Fall aktuell für meine Treppe vorne unten, um noch eine weitere Schädellampe darauf zu bauen. Deswegen muss ich nur einen Ureinwohner mir aussuchen, der mir seinen Schädel leiht. Übrigens, diese Ureinwohner haben jetzt auch ein paar neue Kampftaktiken. Die bewegen sich jetzt beim Kämpfen ein bisschen anders und neu. Werden wir alles noch herausfinden. Die Entwickler möchten es einen auch nicht so leicht machen. Was auch richtig ist. Ach, geiles Spiel. Man fiebert einfach zum Update zu Update und hofft, dass, ja, das niemals aufhört. Dass immer wieder neues, cooles Zeug kommt. Die Insel ist auch groß. Man kann auch zig neue Locations einbauen. Und auch sehr interessant auch mit dem Video der Kultisten, dass sie einfach so eine neue Story eingebaut haben, ne? Dass sie einfach neue Typenart eingebaut haben, die Kultisten, die leider hier überall tot rumliegen. Es wäre interessant, wenn man die noch lebendig hier sehen würde. Wenn es hier noch lebendige geben würde. Eine weitere Fraktion sozusagen. So, das war der grüne Punkt. Da müssen wir uns hier gleich, glaube ich, uns mit... Das war der grüne Punkt in der Nähe der Landebahn, ne? Genau, da muss man auch graben normalerweise, wenn wir das noch nicht haben. Das liegt mitten in einem Ureinwohnercamp. Das heißt, wir müssen erst die Ureinwohner da rausholen, um da in Ruhe graben zu können. Ich werde mal gucken, was ich mache. Kann auch sein, dass ich jetzt gleich auch direkt zum grünen Punkt gehe und da runterkletter. Je nachdem, was... Ja, ob mich die Ureinwohner in Ruhe lassen. Oder mich gleich angreifen. Mal sehen. Wir können natürlich auch mal Folgendes machen. Die Goldrüstung haben wir, aber ich möchte die jetzt nicht ausziehen, weil ich dann ein paar Sachen hier verliere. Aber wir können uns die goldene Maske gleich mal aufsetzen. Wenn man die von Anfang an auf hat,
Oder allgemeine Maske. Die rote, da geht es, glaube ich, auch. Aber da, ab der goldenen Maske müsste das auch funktionieren. Alter. Dann tun die einen, glaube ich, nichts. Wenn man von, also die dürfen einen nicht vorher sehen, also so ohne Maske. Wenn man da so reingeht, dann kann man da ungeschadet durchs Camp gelaufen. Das können wir gleich mal ausprobieren, wenn ich die Location angepeilt habe. Sind gleich da. Auch da liegt ein Rad rum. So, da ist es. Gucken wir mal, die goldene Maske. Da ist ein bisschen, man sieht nicht so viel dadurch. Sind die überhaupt zu Hause? Sind die überhaupt zu Hause? Bin gar nicht da, oder? Kann sehr schlecht dadurch sehen. Sehr schlecht dadurch sehen. Aber sehr schlecht. Alter. Warum kann man die nicht so aufsetzen, dass man dann, weißt du, nicht so halten? Na gut, das ist natürlich die Herausforderung, dass man dann überlegt. Ach so, er ist es. Dass man da unentdeckt durchlaufen kann. Dass man die aufsetzt. Solange man will. Ist das schon der Punkt? Ja, ne? Die sind gar nicht da. Die sind gar nicht da. Oh, Mutanten. Tanten. Wir können mal unseren Schalldämpfer ausprobieren. Wie hat er mich jetzt gehört? Der Schalldämpfer ist so cool. Auch scheinbar. Braucht er sehr viele Schuss dafür. Wir haben mittlerweile wirklich einige Schuss dafür. Wir haben sehr viel Schuss dafür, aber dafür brauchen die Mutanten auch eine Menge Schuss. Alter. Okay, oder man muss kurz ziehen, kann natürlich auch sein. Ach, guck mal an, die haben also, die Mutanten damals haben dieses Camp also freigeräumt. Jetzt sind also. Ja. Die Herrschaften kommen zurück. Oh, die kämpfen gegeneinander. Die kämpfen gegeneinander, wie cool. Das ist ja geil. Das ist ja mega cool. Warte mal, wir helfen mal. Hat nicht so gut funktioniert. Alter. Ja, ich wollte ein bisschen hoffen, da ich die vielleicht. Wie viele hier rumlaufen? Wie viele hier rumlaufen, ist ja Wahnsinn. Oh, ich muss nachladen. Scheiße. Ist ja wieder super. Oh, Alter. Jetzt konzentrier dich mal. Okay, die haben das Lager auf jeden Fall eingenommen. Die laufen eine Menge rum. Hier laufen eine Menge Mutanten rum. Und zwar auf einen Schlag. Die leben noch. Lebt denn der alte Mutanten noch? Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Aber ich nicht mehr lang. Ich nicht mehr lang. So wie das ausschaut. Alter, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich bin der beste Kämpfer der Welt. Man kann die auch reinlocken ins Wasser. Aber es ist nicht tief genug. Schade. Schade, es ist nicht tief genug. Wir kriegen eine Menge neue Rüstung, keine Sorge. Alter.
Kelvin, mach mal was. Das Update muss noch kommen. Oh, muss nachladen. Warte, 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 warte. Warte doch mal, genau. Geduld du haben musst, junger Freund. Geduld du haben musst, junger Freund. So, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Rüstung wieder neu dazu. Krass. Haben die das Überlebenden, haben die das Ureinwohnercamp hier eingenommen? Das ist ja krass. Das ist krass. Wie viele hier sind plötzlich, ne? Richtig viele. Oh, aber wir eine weitere Plane bekommen, finde ich gut. Ich gebe mir auch eine Menge Seile. Auch mehr Stoff. Und ein bisschen Haut. Ein bisschen Haut. Für unsere Rüstung. Da müssen wir gleich runter. Da müssen wir gleich runter. Also die 9 mm ist, man kriegt zwar eine Menge Schuss dafür, aber mittlerweile ist die 9 mm, es sei denn, man hat den Revolver, ist ein bisschen kraftvoller, glaube ich. Guck mal hier. Hier liegen auch mehrere davon rum. Die Entwickler sind stolz darauf, glaube ich, und haben einige von denen hier vermehrt hingelegt. Wollten unbedingt zeigen, guck mal hier, was wir erschaffen haben. Haben wir schon. Ja, sind wahrscheinlich respawned, oder? Despawned meine ich. Da ist noch einer. Das ist ein Stock. Schade. Den haben wir schon. Ich finde die nicht wieder. Das ist so krass hier, ne? Das ist so mega krass. Würde ihn gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Erinnert mich so ein bisschen an Fallout 4 in Nuka World. Diese Wader-Typen, die haben sich auch so ein aus Ghoulen so einen Stuhl gebaut. Den fand ich damals schon so cool. So, ein bisschen looten muss sein, bevor wir reingehen. Ein bisschen Loot muss sein. Na, ich weiß nicht mehr, wo die alle sind. Macht aber nichts. Ihr nehmt mal kurz hier neue Rüstungsteile. So. Haben wir noch 5 Stück. Naja. Okay, jetzt haben wir wieder genug Seile. Gut. Dann gehen wir mal runter in die gute Stube. Ich weiß nicht mehr genau, wo die alle waren. Das war nicht unser Ziel. Unser Ziel war ja, den grünen Punkt zu aktivieren. Deshalb hinunter. Es kann sein, dass jetzt hier wieder ein paar neue Gegner spawnen. Einmal, als ich jetzt im Livestream hier unterwegs war, der letzte Livestream vom Update, habe ich ja hier in einem Bunker auch noch ein Baby gehabt, der urplötzlich hier spawnte. Deshalb ein bisschen gucken, aufpassen. Können jederzeit irgendwo sein. Und auftauchen. Das war eine Pflanze, Alter. Mein Gott. So, oh ja. Die brauche ich ganz dringend. Reburn ist auch ganz gut. So, da haben wir. Also von den Solarpanels kann man echt genug kriegen. Guck mal hier, wie viele davon rumliegen. Wie viele davon rumliegen. Das ist doch ganz offensichtlich, dass man irgendwann so ein Ding bestimmt nehmen kann. Und auch benutzen kann. Kann ich mir vorstellen. So ein Akkuschrauber. Ein sehr nützliches Gerät. So, haben wir hier auch einen. Da ist ein weiterer Laptop. Siehst du da? Ein weiterer Laptop für eine weitere Location. Und ein bisschen Munition für die 9 mm. Ach ja, das war der Ort hier. Ich erinnere mich.
Der Typ, der sich die Haare gewaschen hat. Kann ich trinken? Ernsthaft? Ich kann hieraus trinken? Lecker. Halleluja. Ja, schön. Mit Leichensaft vermischt. So, und ein weiterer grüner Punkt wird freigeschaltet. Das ist doch cool gemacht. Bunker C. Ein weiterer grüner Punkt. Schön. Finde ich cool. Schnitzeljagd. Leider ist der erste Moment jetzt vorbei. Wir haben das Spiel ja schon ein bisschen öfters gespielt. Wir wissen jetzt ungefähr ja trotzdem, wo die alle sind, die grünen Punkte. Aber ich finde das cool gemacht, dass man sich die jetzt hier selbst freischalten muss. Dass sie nicht von Anfang an auf der Karte sind. Schon cool. So, welcher grüne Punkt war denn das? Dieser hier sind wir gerade. Das ist da oben, glaube ich, ne? Oder ist das der... Ist das der da oben? Der residential Bunker? Oder ist das einer von da oben? Ich guck mal, ich gehe mal ein bisschen weiter hier in diese Richtung. Da werden wir jetzt irgendwann auch sehen, wenn da was grün blinkt. Zeitig. Was der residential Bunker ist. Ich nehme an, dass auch der Endbunker, dass der auch nicht sofort blinkt. Den muss man wahrscheinlich dann auch freischalten. Der ist ja sowieso noch nicht sofort betretbar. Wir müssen ja in den einen Bereich rein. Den kann man ja. Man lässt ja den Timmy da durch. Man öffnet ja durch den einen. Ich glaube, es ist auch da. Im Residential Bunker kann man ja, glaube ich, auch den Timmy da reinlassen. Ne? Oder ist das die Höhle davor? Weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall steht der Timmy vor der Tür des Endbunkers. Wir öffnen ihm die Tür, damit er da rein kann. Sonst kommt man da gar nicht rein, weil die Tür ist ja vom Kartenlesegerät kaputt. Aber wir können quasi die Tür öffnen. Über Fernsteuerung. So, ein bisschen Geld, unser Taschengeld auffrischen. Komm, noch ein bisschen Loot nehmen. Wäre auch schön, wenn hier auch ein paar Glühbirnen drin wären. Das wäre auch nice. Hier kannst du echt wunderbar Sachen farmen am Flugzeug. Hier ist auch gerade kein. Hier ist nichts los gerade. Hier ist gerade nichts los. Kein Ureinwohner. Kein Mutant. Deshalb können wir uns mal kurz die Sachen mitnehmen. Hier doch schön rumliegen. So, aber das lassen wir mal. Ich möchte nur gucken, wir müssten jetzt. Lass es weiter in diese Richtung gehen. Damit wir freischalten können. Diverse neue grüne Punkte. Bunker C war es, ne? Bunker C. Ich glaube, es ist einer von denen da oben. Es kann aber auch der Bunker sein, den wir die ganze erst freischaufeln. Oder da, wo der Dining Room ist. Da, wo wir unsere beiden Bosse erledigt haben. Die beiden könnten es auch sein. Ich kann mir die Bezeichnung nie merken. Aber je näher wir hier rankommen, desto schneller werden wir den grünen Punkt sehen. Nutzen wir einfach mal ein bisschen die Zeit, hier ein bisschen spazieren zu gehen. Da vorne ist übrigens die Höhle. Da kommt man ja raus. Beziehungsweise rein in die Goldrüstungshöhle. Die Höhle, die früher nur ganz klein war. Da haben sie ja jetzt einen Ausgang reingemacht, wo man dann wieder rauskommt. Finde ich sehr cool. Wenn die ganzen kleinen anderen Höhlen hier auch noch so groß gemacht wären, das wäre cool. Vorher gab es ja nur diese Haupthöhlen, die drei Haupthöhlen und noch die kleinen Höhlen. Und von diesen kleinen Höhlen haben die jetzt zwei Stück auf jeden Fall schon mal als Eingang genutzt. Also als Eingang zu einer großen. Wenn die das Ganze mit den anderen Höhlen auch machen, dann wäre das cool. Also es gibt noch so viele Optionen für ein Spiel hier. Die können auch so viel daraus machen. Das Spiel hat noch so viel Potenzial. Das ist unfassbar.
Es macht einfach weiterhin Spaß. Ich kann einfach nichts dafür. Das Spiel macht mir einfach Spaß. Wie gesagt, ich bin kein guter Gamer. Ich weiß. Kein guter Kämpfer. Deswegen hat dieser Spielstand hier jetzt auch ein bisschen angepasste Spielwerte. Die Ureinwohner und Mutanten sind ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen, ja, für mich leichter. Weil ich jetzt einfach von der Story erleben möchte, das Survival-Leben, also ein bisschen mir was aufbauen möchte, hier ohne viel Stress. Aber selbst das reicht eigentlich schon, um mich manchmal zu stressen. Habt ihr ja gerade gesehen. Die Mutanten haben mir ein paar Rüstungsteile abgehauen. So, da blinkt bis jetzt noch nichts. Das heißt, dass diese grünen Punkte da vorne ist nicht der Bereich, den wir gerade freigeschaltet haben. Wir haben also einen grünen Punkt freigeschaltet. Entweder ist das dieser der Bunker, wo man unsere beiden Cheffe erledigt. Oder ist es da, wo man den man das erstmal freischaufeln muss. Da, wo wir das Laservisier finden. Ja, der Endbunker ist wahrscheinlich auch nicht mehr grün markiert. Man kann es komplett also per Laptop freischalten. Sonst würde der jetzt schon blinken. Und da blinkt nichts. Das ist also, diese Bereiche sind. Auf dem Golfplatz ist auch noch ein grüner Punkt. Es kann sein, dass wir da, wo der Revolver gefunden wird. Da, wo wir den Revolver finden können. Ist gerade ein bisschen Lauferei hier. Na ja, genießen wir so ein bisschen das Spiel. Aber wir müssen in diese Richtung gehen. Leichter wäre es natürlich auch, wenn wir jetzt so einen Gleiter hätten. Vielleicht holen wir uns den vielleicht mal ganz kurz. Das ist ja die Richtung, die wir gerade hier vornehmen. Da müssten wir den grünen Punkt ja auch sehen können, ne? Wenn wir fliegen. Was machen wir ganz kurz mal eben? Wir gehen mal eben kurz zum Gleiter. Bevor ich jetzt hier weiter mit euch hier ziellos durch die Gegend irre. Nutzen wir mal ganz kurz den Gleiter. Damit kommen wir ganz schnell weiter. Zu der nächsten Leiter, die uns führt. Zum Bunker. Oh Mann, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. So. Jetzt genießen wir noch mal ganz kurz das Schneegebiet. Das wird uns dann gleich über den Wolken bereiten. Und die Höhle kommt gleich. Wir laufen drauf zu. Dürfen wir gleich noch mal ein bisschen die Luft genießen. So, und da ist schon die eine Höhle. Der Gleiter ist da oben drüber. Diesem Camp. Der Kollege braucht es eh nicht mehr. Davon haben wir genug. Noch so eine Scheibe, Alter. Noch so eine Scheibe. Aber ich glaube, ich muss sie mal bald mal aufbauen. Denn ich bin mit dem Bogen immer noch sehr unsicher. Der Bogen ist mir immer noch sehr unsicher. Ja. Mal langsam mal lernen, damit umzugehen. So, mal kurz auf die Karte gucken. Haben wir auch eine leicht erhöhte Ansicht. Da, wo das Haussymbol ist, das ist, glaube ich, auch da, wo
Der grüne Punkt ist, ne? Genau, das ist der Residential Bunker. Da, das ist, dieser grüne Punkt ist also nicht freigeschaltet. Da vorne ist die Höhle. In der Höhle ist ein Haussymbol, wo ich gespeichert habe. Das ist die Höhle zur Goldrüstung. Da gegenüber, da unten, das ist der Residential Bunker. Also dieses grüne Punktsymbol ist also nicht aktiviert. Das heißt, der grüne Punkt müsste da oben blinken. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz uns in diese Richtung bewegen. Ja, aber auch klar. Die wollen uns ja nicht so, sofort zum Residential Bunker lotsen. Das wäre schon ein bisschen, ja. Wir wollen erst die anderen Bunker freischalten. Also auf der Karte. Kann ich auch verstehen. Das ist ja einer der wichtigsten Bunker, ne? Da trifft man ja Timmy das erste Mal, ne? Ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich da, wo man das erste Mal freischaufelt. Vermute ich mal. Nachdem man die Schaufel hat. So, wir brauchen jetzt gleich ein bisschen luftige Höhe. Über den Wolken. Hauptsache, wir kommen ja ein bisschen weg hier. Da müssen wir nicht zu Fuß laufen. Okay, der nächste weitere grüne Punkt ist entweder der Bosspunkt oder da, wo wir das Laservisier gefunden haben. Nehmen wir an, das letzte war's. Der letzte Punkt ist wahrscheinlich der Punkt. Noch sehe ich nichts blinken. Es sollte bald blinken, ne? Bald sollte es blinken. Ich sehe noch nichts, man sehen kann. Oh, ich gehe gleich runter. Scheiße. Oh, warum geht er so schnell runter? Mann! Oh, Junge! Das war aber eine kurze Tour. Mann! Alter! Das war eine kurze Tour. Normalerweise fliegst du viel länger. Jung, jung, jung. Naja. Da hinten gibt es eine weitere Möglichkeit, in die Lüfte zu gehen. Das sieht so cool aus, ne? Es sieht einfach so total cool aus. Man kann aber im Schneegebiet. Huch, auf was denn? Im Schneegebiet kann man auch bauen. Aber dabei werden wahrscheinlich dann auch Mutanten auftauchen irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwo eine Basis gesehen habe bei irgendwelchen YouTubern, wo die dann hier im Schneegebiet eine Basis gebaut haben. Wird auch interessant sein, aber ich glaube, die Herren Mutanten und Ureinwohner kommen auch da irgendwann hin. Auf jeden Fall haben wir einen grünen Punkt, haben wir freigeschaltet. Gerade eben. Da oben, da ist er. Der, dieser, da blinkt was. Diese Richtung ist es. Es geht ja wieder runter, der Idiot. Oh Mann, ich bin gleich tot. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte sterbe nicht, bitte sterbe nicht. Oh nein. Oh Junge, komm bald wieder. Bald wieder nach Haus. Oh Mann, habe ich Glück gehabt. Hab ich Schwein gehabt gerade. Hab ich gerade Schwein gehabt. Mitten im Berghang. Oh Junge. Da, dieser Bereich, da blinkt was. Junge, habe ich ein Schwein gehabt. Oh. Okay. Aber immerhin hat es sich gelohnt. Wir haben auf jeden Fall den grünen Punkt entdeckt.
Wir haben den grünen Punkt entdeckt. Sehr schön. Da blinkt er. Da sehe ich ihn. Das ist, glaube ich. Es ist. Es müsste. Der Food-Bunker sein. Das müsste der Boss-Bunker sein, oder? Ist das so? Eben auf jeden Fall mal dahin. Wir machen auch gleich mal einen Folgenbreak. Alle grünen Punkte machen wir jetzt nicht mit dieser einen Folge. Ich möchte nicht so lange Folge machen. Aber ein paar kleine Punkte können wir ja schon mal hier freischalten. Da haben wir auch auf jeden Fall noch mal ein paar Glühbirnen uns gesammelt. Da können wir uns im Innenbereich noch mal ein bisschen einleuchten. Der oberen Bereich zum Beispiel. Haben wir hier noch ein bisschen das Update ausgekostet. Da müssen wir hin. Das ist der Golfplatz, oder? Das ist der Golfplatz. Ist das da, wo der Revolver ist? Das ist, glaube ich, der Golfplatz. Ja, eigentlich auch logisch. Der Golfplatz ist das, was am wenigsten irgendwie von der Story wegnimmt. Die haben sich genauestens überlegt, welche grünen Punkte man als nächstes freisetzen soll. Und der Golfplatz ist nun mal ein unfertiger Bunker, da ist einfach nur ein Revolver zu finden. Die haben Schritt für Schritt genauestens überlegt. Was sehr geil ist, was ich schon echt cool finde. Die machen sich echt Gedanken, die Entwickler. Und die, oh, Alter. Mensch, hör doch mal auf. Vor allem die Höhe, ne? Die Höhe gerade. Normalerweise, jeder andere Held, der nimmt das einfach so weg. Und er gerade kriegt da Fallschaden. Alles klar. Naja, unser Held halt. Hat viel erlebt. Ja, bitte nicht aufhängen. Nicht aufhängen. Bitte nicht aufhängen. Nicht aufhängen. Bitte nicht aufhängen. Nein, lad schneller. Bitte, bitte. Oh, Mann, Junge, manchmal, wenn das passiert. Der Bildschirm still bleibt, dann darf ich nicht plötzlich wild rumklicken, weil dann stürzt das Programm ab. Dann stürzt das Programm nämlich ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe nämlich nicht gespeichert. So schnell. Ich sollte mehr speichern, das stimmt. Ich sollte mehr speichern. So, da laufen wir jetzt noch hin und dann machen wir einen Folgenbreak. Den grünen Punkt nehmen wir jetzt noch mit. Das Haussymbol da unten, das ist. Welches Haussymbol ist das? Ist das da, wo ich. Wo der andere Bunker ist? Ich glaube ja, ne? Was ist das für ein Haussymbol? Das ist, glaube ich. Ah, das ist. Ist das da, wo ich den Schalldämpfer finde? Auf jeden Fall ist das kein grüner Punkt. Keine Markierung von grünen Punkt. Ich habe mir nämlich vor dem Update habe ich keinen grünen Punkt mit dem Haussymbol markiert. Weil ich dachte, die grünen Punkte bleiben. Ich dachte, die grünen Punkte bleiben. Deshalb, warum sollte man das dann markieren? Ja, super. Ah, das ist unsere Basis vielleicht, ne? Die ich mal mache. Ich habe den Punkt markiert, wo ich bauen wollte. Genau. Das war der Punkt, wo ich mal demnächst ein Haus bauen möchte. Da am Wasserfall. Da, wo im Trailer die gute Virginia eine Dusche nimmt, ein Bad nimmt, sich reinigt. Das ist der Punkt da unten. Da stand nämlich auch Gevatter Gronkh in der letzten Folge auch. Und der meinte nämlich, der Punkt wäre auch schön. Komisch, der ist da. Der ist immer meiner. Irgendwie hat Gronkh und ich die gleiche Meinung. Zum Spiel hier. Zum Location. Der ist bei unserem Strand vor, stand er vor. Oder hat er gesagt, hier, diese Basis wäre auch nicht schlecht, ne? Dann stand er da, wo ich beim Pfahlhaus baue, ist auch vorbeigekommen und hat genau das gleiche gesagt wie ich, dass man doch hier auch ganz gut bauen könnte. Hier ist ein Fluss in der Nähe und im Wasser ist man sicher. Also, er ist da. Manchmal mit mir guter Meinung. Gut. Ich mag ihn auch sehr gerne. Wir sind, also ich würde sagen, wir sind relativ ähnlich von der Person her. Auf jeden Fall von dem,
von der Kindheit her schon, was man so erlebt haben und so, glaube ich, was man so weiß. So, hier ist ein grüner Punkt, den können wir uns auch jetzt theoretisch schon mal freischalten. Weil wir es zufällig gefunden haben. Gucken wir mal nach, welcher grüne Punkt denn hier freigeschaltet wird. Wobei, eigentlich möchte ich ganz gerne die Reihenfolge abgehen. Ich glaube, ich mache eher. Das mache ich nicht. Ich mache aber hier mal eben kurz ein Zelt hin, damit ich weiß, ob ich, damit ich hier schneller hinkomme. Das machen wir mal eben kurz. So, habe ich noch einen Stock? Dann haben wir nämlich hier auch ein Haussymbol jetzt auch sofort stehen. Dann mal, ich wollte es gerade hier reingehen, mir schon den nächsten grünen Punkt holen, aber ich würde gerne, mich würde interessieren, wie die Reihenfolge ist. Wie die Entwickler die Reihenfolge gewählt haben. Es macht auf jeden Fall Sinn, den Golfplatz zu nehmen. Und sehr interessant finde ich, man muss auf jeden Fall die Schaufel haben für viele Punkte. Man muss sich echt in die Höhlen wagen. Entwickler möchten, dass wir in die Höhlen gehen. Ob man nun Glück hat da drin oder nicht. Man kann auf jeden Fall da durchrennen. Durch viele Höhlen kann man durchrennen. Wenn man natürlich die Höhlen noch nicht kennt, ist das ein bisschen schwieriger. Aber man hat die Chance, dass man eigentlich ganz gut durchrennen kann. Es gibt ein paar Höhlen, die sind ein bisschen trickiger. Da muss man echt aufpassen. Aber viele kann man auch. Man sollte trotzdem vorbereitet reingehen. Und wenn man die Schrotflinte hat, ist sowieso alles gut. Aber wenn man die Schrotflinte noch nicht hat, ja, da muss man echt aufpassen. Da muss man rennen, beinahe. Oder man muss sich so viele Granaten und alles, man muss also so alles, man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten. Man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten, bevor man in die Höhle geht. Man sollte nie unvorbereitet reingehen. Man sollte niemals unvorbereitet reingehen. Das ist nicht gut. Also wenn ihr eine große Höhle findet, pardon, ich wollte nicht stören. Mach ruhig weiter mit deinem Ritual. Oder dein Shit-Geschäft. Was auch immer der da gerade vorhatte. So, kann man eine Tablette nehmen. Das kann ich vorschlagen. Wir haben ein bisschen wenig. Bisschen was verloren nach dem letzten Kampf. So, den grünen Punkt machen wir jetzt noch und dann. Meinen Folgenbreak. Ob ich dann in der nächsten Folge dann den weiteren grünen Punkt suche, weiß ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich dann noch weiterbaue oder mir weiter Holz besorge. Wir müssen ja unsere Butze mal langsam fertig bekommen. Unsere schöne Hütte. Wir haben ja noch eine andere Location, die ich noch gerne mal testen würde. Aber wir haben ja keinen Zeitdruck. Grunde genommen, wir haben alles gemacht. Wir brauchen nur noch, wir müssen eigentlich nur noch in den ja, Endbunker rein. Da gibt es auch noch einen Boss, den man erledigen muss. Da sind natürlich sehr viele Dämonen. Dämonen, die man mit Kreuz ausschalten kann und muss. Und der Boss davon ist auch, glaube ich, ein etwas größerer Dämon, glaube ich. Den muss man mit Kreuz hieben, ein bisschen zum Brennen bekommen. Ich muss mal leider hier eben kurz zurücklaufen, denn ich habe den Aufgang vergessen. Denn wir müssen einmal hier hoch, den Berg hoch. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Was hatten wir gerade für ein Glück mit dem Gleiter? Dass wir da mitten am Fels hängen geblieben sind. Boah, wir hätten eigentlich sterben müssen. Theoretisch. Jetzt komme ich hier nicht hoch, ne? Oder komme ich hier hoch? Oh Mann, ey. Wenn man es eilig hat, wenn man es eilig hat. Oh Mann, ich möchte jetzt hier gerne hoch. Mann, ey. Warum haben die hier so einen großen Fels hier mit in die Bude gesetzt? Oh, ey. Und nirgendwo kommt man hoch. Man muss also den Fels entlang laufen, um endlich einen Weg zu finden. Ich werde ungehalten. Aber nur, weil ich keine Zeit habe gerade. Sonst finde ich das sehr cool. Oh Mann, komm schon. Komm schon, finde einen Weg nach oben, Junge. Da hinten geht's hoch.
Das darf doch nicht wahr sein, dass man hier keinen weiteren Hochgang macht. Hier kann man hoch. Da kommt man hoch, oder? Da muss man hochkommen. Komm. Da kommst du jetzt bitte hoch. Komm schon. Komm da hoch. So sportlich bist du. Du bist ein Top-Soldat. Ja, sehr gut. Hör auf zu jammern, Junge. Du bist ein seltener Soldat. Du kannst das. Du musst das können. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir auch einen Weg zum Wolfplatz gefunden. Ja. Die haben mir gerade noch gefehlt. Die haben mir gerade noch gefehlt. So, mal kurz die Ausdauer wieder. Dann können wir durchrennen. Einmal ein bisschen weiter rennen. Zum grünen Punkt. Hier kann man jetzt auch wunderbar mit den Night 5 durchfahren. Hier sind nicht so viel. Hier ist ein richtiger Weg. Aber manchmal ist zu Fuß gehen auch ganz gut. I'm walking, la 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 la. Also ich habe jetzt zwei grüne Punkte jetzt schon markiert, also gerade eben das und dann den Residential Bunker, da habe ich ja noch ein Haussymbol, ein Zelt gesetzt, bevor ich da in der einen Aufnahme ja reingegangen bin. Das Zelt habe ich nicht abgebaut. Also zwei grüne Punkte habe ich grundsätzlich jetzt schon markiert. Die könnten wir dann relativ zügig finden. So, hier ist ein weiterer Weg. Und wir nähern uns dem grünen Punkt. Den unfertigen Bunker mit dem Revolver, wo jetzt auch ein Laptop steht. Ja, ihr könnt gerne, wie gesagt, Kommentare schreiben. Mit Tipps, Tricks, Anregungen oder Getränke gerne mal reinschreiben. Bitte nett bleiben und lieb bleiben. Ihr wisst ja, wie ich bin. Nicht der beste Gamer. Würde mich auch sehr freuen. Könnt gerne Ideen reinschreiben, alles Mögliche. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo und eine Glocke, um derzeit über neue Videos informiert zu werden. Würde mich sehr freuen. Dann machen wir jetzt gleich mal einen vollen Break, wenn ich den grünen Punkt erreicht habe. Dann setzen wir uns den grünen Punkt. Dann, es kann sein, dass wir in der nächsten Folge den weiteren grünen Punkt suchen. Oder ich gehe dann direkt zur Basis und schaue dann, da ich ein bisschen weiter baue. Ihr könnt auch Kommentare schreiben, worauf ihr Lust habt. Habt ihr Lust, dass ich die ganzen grünen Punkte jetzt hier nachgelaufe? Dass ich erst die grünen Punkte freisetze? Oder wollt ihr einen Baumodus? Gerne mal reinschreiben, was euch lieber wäre. Weitere Gräber. Nur leider sind diese Gräber so richtig low. Es gibt einfach nur normales Crafting-Zeug im Augenblick. Das einzige gute Grab, was es gibt, ist das, wo die Schrotflinte ist. Sonst ist hier einfach nur Seil drin und Tablette und so. Na komm. Ach Junge. Das geht sonst auch. Naja, zum Ende der Folge noch mal ein bisschen buddeln. Macht mal das Ding hier, freie Hand. So. Dann kannst du besser buddeln. Na komm. Ja, Draht und Münzen. Super. Davon die Familienerbstücke, die verbunden haben. Na komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ey. Oh, Junge. Jetzt macht das Ding auf. Oh, Junge. Hat sich echt gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Oh, Kelvin. Kelvin Klein ist auch da. Drei Gräber haben wir hier, ne? Drei Gräber haben wir. Oh, der futtert gerade. Schau mal an. Das machen wir auch noch frei. Dann noch mal ein bisschen gebuddelt. Ich habe immer Hoffnung, dass man hier vielleicht noch was anderes dran finden kann. Aber ich glaube, jetzt gibt es einfach nur irgendwelches Crafting-Zeug. Leider.
Nanu? Okay. Was Seite? Aha, okay. Siehst du, einfach nur Katzenfutter und ja. Halleluja. Das hat sich ja gelohnt, die Fahrt zum Mond. Das hat sich ja gelohnt. Naja, egal. Aber mal ein bisschen was rumgebuddelt. Ein bisschen Buddel macht Spaß. Schöner wäre es, wenn man da noch ein bisschen was finden würde. Was Besseres. Ich meine, ich mag Münzen sehr gerne. Man kann aus Münzen kann man hier Zeitbomben bauen. Eine Zeitbombe ist echt super. So, ich muss da über den Berg. Ich muss da über den Berg, um zum Golfplatz zu kommen. Wir können auch trotzdem da mal ein Haussymbol hinbauen. Im Fall, dass die grünen Punkte verschwinden. Da haben wir immerhin die Möglichkeit, da immer wieder hinzukommen. Ohne großes Suchen. Das machen wir mal. Machen wir gleich mal einen Speicherpunkt. Ein Haussymbol. Im Fall, dass durch irgendeinen Bug die grünen Punkte verschwinden. Dann haben wir immer wieder die Möglichkeit, da hinzukommen. So, ich hoffe, ich komme hier wieder runter. Bin relativ hoch gerade. Ah ja, klar. Ah ja, klar. Dass man jetzt hier irgendwie gucken muss. Ah, Vorsicht. Oh, Junge. Wir haben auch so viele Berge hier aufgebaut. Hier geht's, glaube ich, runter, ne? Und glaube ich, runter. Hier kommt man runter. Wunderbar. Irgendwie kommt man hier schon runter. Oh Mann, oder auch nicht, ey. Mann, ey. Ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr hier. Jetzt kommt man hier nicht runter, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wo ist denn der Lift? Haben die hier keinen Lift? Haben die hier keinen Lift? Ah, Junge. Holy shit. Ich möchte doch nur hier runter. Ich möchte doch nur die Folge beenden. Verdammt nochmal. Ich möchte nur, verdammt nochmal, den grünen Punkt aktivieren. Warum müssen die mich jetzt so ärgern? Die Entwickler sind so gemein. Ich komme hier nicht runter. Ich komme jetzt hier nicht runter gerade, ohne mir das Genick zu brechen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist ein Gleiter. Huch. Oh. boing. Und schon haben sie mich hier ein bisschen gemobbt. Okay, welche Richtung ist es? Diese Richtung ist es. Oh, nein! Nein! Boah, fick dich, ey. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Wie? Wie denn das? Okay. Das hat ja gut funktioniert. Ich glaube, da fehlte der Anlauf. Da fehlte der Anlauf. Egal, Hauptsache unten. Hauptsache unten. Mir ist scheißegal wie, aber ich bin unten. Was war das denn gerade? Ich glaube, da fehlte mir ein bisschen der Anlauf. Ich hätte mich ein bisschen, ja, bisschen mehr Zeit nehmen. So, der grüne Punkt ist vor uns. Endlich. Da können wir mal einen Folgenbreak machen. Mit dem wir den nächsten grünen Punkt aktiviert haben wieder. Moin. Oh, die Herrschaften sind auch wieder da. Die Herrschaft sind auch wieder da. Wie herrlich. Bleib doch mal hier, Junge. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ich habe da mal eine Frage. Ich habe da mal eine Frage. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh, hat den Kopf verloren.
toll, den Kopf brauchte ich doch. Den Kopf brauchte ich doch. Mann. Ah, oh, es liegt er hier irgendwo? Brauche deinen Kopf. Ich brauche deinen Kopf. Ich brauche deinen. Schnauze. Ich möchte mir nur den Kopf ausleihen. Brauche nur den Kopf. Mehr brauche ich nicht. Kurz gucken, die richtige Richtung. Diese Richtung ist es. Okay. Dann machen wir uns da mal ein Feuer. Denn ich brauche einen Schädel. Ich brauche einen Schädel. So. Da liegen zum Glück noch ein paar Stöcke. Denn ich habe ein paar Stöcke zu wenig, glaube ich. Aber wir haben hier auch zum Glück ein paar Bäumchen, die uns ein paar Stöcke geben können. Für ein Zelt und für ein Feuer. So, mein Freund. Dir ist kalt, habe ich gehört. Dir ist kalt, macht aber nichts. Ich werde hier mal kurz ein bisschen Feuer unterm Hinter machen. So. Dann brauchen wir uns schon mal ein kleines. Boah, Kelvin, du bist so ein Idiot. Oh, der lärscht mitten durchs Feuer. So ein Vollidiot, ey. So ein Vollidiot. Nicht aufhängen, bitte. Nicht aufhängen. Nicht aufhängen. Bitte nicht aufhängen. Jetzt komm schon. Bitte nicht aufhängen. Ich bete gerade. So, dann machen wir hier auch noch mal einen hoch. Sicherheit. Da haben wir hier ein Haussymbol markiert. Auf jeden Fall, dass die grünen Punkte weg sind. So. Wo ist der Schädel? Wo ist der Schädel? Ich hätte gerne den Schädel. Okay, wenn du. Ah, Junge. Habe ich einen Schädel jetzt? Habe ich ihn jetzt? Oder habe ich ihn nicht? Der Schädel ist weg. Oh Mann, ey. Der verdammte Schädel, ey. Das Spiel hat mir den Schädel geklaut. Das kann nicht wahr sein. Neuer Kampf. Neues Kampfrhythmusgefühl haben sie. Vielleicht gehen wir jetzt Schädel. Vielleicht jetzt. Ich hätte gerne einen Schädel. Einen gottverdammten Schädel. Ich könnte auch seinen Schädel nehmen. Aber ich brauche ihn noch. Ich brauche ihn noch. Schade, ich wollte gerade ein kleines Happa-Happa machen, aber der Vogel war schneller als ich. Ja, natürlich, setz dich dahin ans Feuer. Setz dich ans Feuer, mein Freund. So, bitte. Bitte gib mir den Schädel. Die geben mir keinen Schädel. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Junge. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Scheiß auf den Schädel. Nächstes Mal versuche ich den Kopf abzutrennen, dann nehme ich den Kopf mit. Oh, verdächtig hell hier drin. Verdächtig hell hier drin durch das Tageslicht.
So, haben wir hier noch ein paar Gegner hier? Gibt es hier noch ein paar Gegner? Oh, Glühbirnen, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir ein paar Glühbirnen gefunden. Unsere Basis. Das gefällt mir gut. Wir sind Drahtzieher. Sehr schön. So, das war der Ort, wo der Revolver war. Und für weitere Glühbirnen. Und wo haben wir denn hier den Laptop? Gibt es hier einen Laptop? Da sehe ich schon einen Lichtschein. Oh, hier ist gar keiner. Hier ist gar keiner. Aha, interessant. Hier gibt es keinen Laptop. Das hat sich ja gelohnt, die Fahrt zum Mond. Also hier gibt es keinen Laptop scheinbar. Okay. Na gut, so viele grüne Punkte gibt es auch gar nicht, aber ich hätte gedacht, hier hätten sie einen eingebaut. Hier gibt es keinen grünen Punkt zum zum Freischalten. Okay, interessant. Gut, also gibt es hier keinen. Schade. Also hier gibt es keinen. Mensch, verdammt. Also müssen wir jetzt wahrscheinlich doch zurück, da wo das Haussymbol steht, da wo wir das erste Mal buddeln durften. Also gibt es hier keinen Laptop für uns. Schade. Naja. Naja, 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 naja. Gut, machen wir einen Folgen Break. Und in der nächsten Folge gehen wir wieder zurück. Wir gehen zurück zu unserem Haus. Das liegt ja auf dem Weg, ne? Dann gehen wir mal eben kurz zum einen grünen Punkt. Das liegt ja auf dem Weg. Das liegt ja wirklich auf dem Weg. Dann können wir da mal eben kurz hingucken gehen. Jetzt können wir auch da oben den Residential Bunker sehen. Der ist kein grüner Punkt. Wir müssen also jetzt erstmal dorthin gehen. Der jetzt nicht blinkt. Komischerweise. Also, ich hätte jetzt hier einen erwartet. Ich hätte jetzt hier einen Laptop erwartet, ehrlich gesagt. Das heißt, man kriegt also auch einen Laptop an Punkten, wo nicht zuerst ein grüner Punkt leuchtet. Also da, wo wir vorhin waren, wo wir das Haussymbol gesetzt haben, da müssen wir jetzt das nächste reingehen. Ich vermute mal, dass da ein Laptop ist. Na gut. Freuen wir dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Dann geht es wieder zurück zu unserem Haus. Umweg zum Laptop, hoffe ich. Und dann bauen wir weiter mit unserer Hütte. An unserer Hütte. Damit wir mal ein Dach drauf bekommen. Dann arbeiten wir an unserem Dach. Ja, dann sage ich jetzt Ciao und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Folge nach dem Update. Ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Sachen erkundet. Ja, nächste Folge geht's weiter. Mit mir und Kelvin. Ciao und Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.